Okay, anderer Plan. Irgendwas ist immer. Also von Theorie müsste diese Querstrebe jetzt auch 55,5 sein. Ja, ist aber nicht. Mann! Hi, ich bin's Moni und heute gibt's mal ein ganz außergewöhnliches Projekt. Der eine oder andere hat sicherlich schon mitbekommen, dass uns ein kleiner Zebrafink zugeflogen ist. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen was zu essen gegeben, was wir gerade zur Hand hatten. Aber was soll man mit dem Kollegen hier machen? Kurzes Update nochmal zum Vogel. Seitdem der hier im Haus ist, habe ich Moni seitdem nicht nochmal gesehen. Lass das! Also ich weiß nicht, was die da oben machen. Das gibt's ja gar nicht. Leute, ich habe hier schon so eine krasse Exoten-Tierfuttermischung in der Hand. Weil ich glaube, der Vogel zieht tatsächlich bei uns ein. Und für unseren kleinen Hubert, wie wir ihn liebevoll getauft haben, bis der Besitzer sich meldet, baue ich heute einen kleinen Vogelkäfig. Dazu verwende ich hauptsächlich Materialien, die wir sowieso schon da hatten. Das heißt ein paar Holzlatten und den Rest der Siebdruckplatte aus dem T6-Bus. Das Einzige, was ich noch dazu gekauft habe, war ein bisschen Voyerendraht. Ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, wie das Ganze so aussehen könnte. Also ein Plan besteht im Kopf. Ob der so funktioniert, schauen wir mal. Als allererstes geht es um die Höhe des Käfigs. Der Käfig soll 1 Meter hoch sein, das heißt, ich habe die Holzlatten jetzt einmal in der Mitte geteilt, denn die waren genau 2 Meter lang. Und jetzt werde ich quasi erstmal einen Rahmen bauen. Habe ich natürlich festgestellt, dass ich in der Breite doch nicht so gebunden bin. Denn dadurch, dass er ja 1 Meter hoch ist, liegt die Mittelstrebe genau bei 50 cm. Das heißt, ich kann den Voyerendraht auch querlegen und bin dadurch in der Breite noch flexibler. So Leute, ein gleiches Spiel nochmal, nur mit einem größeren Rahmen. So, also ich habe jetzt hier mal ausgemessen, für die Breite brauchen wir ungefähr 62 cm Draht. Und das schneide ich jetzt mal zurecht und dann gucken wir mal, wie wir es anbringen. Passt. Ich habe mir überlegt, die Rückwand auch aus der Siebdruckplatte zu machen. So habe ich noch ein bisschen mehr Stabilität und ich kann es gleich befestigen. Die Rückwand, die steht. Jetzt muss das Ganze noch ein bisschen ausgerichtet werden, weil hier vorne geht es halt ein bisschen schmaler zu. Da muss auf jeden Fall noch eine Leiste dazwischen. Also ich habe jetzt überlegt, ob ich hier unten auch nochmal so eine Querleiste reinbaue. Aber theoretisch soll ja der Vogelkäfig einmal so aufklappbar sein. Das heißt, der ganze Sand soll einmal schön rauskommen. Wenn ich da jetzt aber quasi noch eine Leiste zwischen mache, dann kriege ich das ja nicht wirklich raus. Also bleibt das erstmal so und ich muss es dann auf der Siebdruckplatte nachher so ausrichten, dass es wirklich gerade ist und passt. Also von Theorie müsste diese Querstrebe jetzt auch 55,5 sein. Ja, ist aber nicht. Ja, auch kein Problem. Verdammt. Nochmal.
werde ich das Ganze ein bisschen stückeln. Das macht ja gar nichts. Aber so kann ich dann wenigstens auch noch alle Reste verbrauchen. Das Grundgerüst steht. Jetzt steht nur noch die Bodenplatte und die Tür. Und wieder ist mir eine Latte gebrochen. Okay, raus und nochmal. Mann! Ja, irgendwas ist immer. Okay, anderer Plan, gehört dazu. Also müssen wir ein bisschen umdenken. Ich habe mir jetzt überlegt, was wäre denn, wenn quasi diese Platte die Tür wäre und oben wird wieder ein Rahmen gesetzt, sodass quasi hier noch eine Querstrebe kommt und dann das Ganze hier dran befestigt wird. Das heißt, wir können nur die untere Klappe öffnen, das sollte aber theoretisch reichen. So kommt er ja auch raus und wir ran, um irgendwas sauber zu machen. So wie ihr seht, hat der Vogelkäfig mittlerweile bei uns einen schönen Platz gefunden. Die Tür ist auch angebracht. Auch dafür habe ich ein paar Restholzstücke verwendet. Das Einzige, was ich noch dazu brauchte, waren ein paar Scharniere. Natürlich habe ich auch noch ein bisschen Innenausstattung besorgt, damit er sich auch wohlfühlt. Und wie das so ist, wir wollten natürlich nicht, dass unser Hubert vereinsamt. Darum haben wir ihm noch einen kleinen Freund dazu gekauft. Und die sind mittlerweile richtig dicke Kumpel geworden. Nochmal zu dem Material. Man wird es kaum glauben, aber ich habe hier sage und schreibe 23 Meter Holzlatten verwendet. Die sind allerdings relativ günstig im Einkauf. Circa 79 Cent pro Stück für 2 Meter. Das heißt, wir wären in dem Fall bei roundabout 10 Euro. Dazu kommt noch das verzinkte Voyerendraht in 12,5 x 12,5. Das war 50 cm breit und 5 Meter lang. Das habe ich auch fast vollständig verbraucht und belief sich ca. auf 20 Euro. Für die Rückwand und die Bodenplatte habe ich eine Siebdruckplatte verwendet, weil ich die noch übrig hatte. Dafür lässt sich aber auch leicht eine USB-Platte verwenden. Die USB-Platte gibt es in der Größe 1,25 m x 2,50 m für knapp 20 Euro. Das macht um die 50 Euro für diesen Vogelkäfig. Natürlich werden auch noch ein paar Schrauben gebraucht, aber auch da habe ich die verwendet, die wir ohnehin schon zu Hause hatten. Ja, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen Freude bereitet. Und wenn ihr Lust habt, mich bei meinen weiteren Projekten zu begleiten, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Im nächsten Video wird es darum gehen, wie aus einer Waschmaschinentrommel eine Feuerschale wird. Ich freue mich drauf und hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Macht's gut!